Zunächst einmal sei mir festgestellt, dass die Freiheitliche Partei und vor allem die Mitglieder, die weiblichen Mitglieder dieser Fraktion hervorragende Frauenpolitik machen. Und wenn Sie sich auch von den Grünen ein bisschen die Umfragen anschauen, wie zum Beispiel vom Karmasin-Institut, dann wissen Sie, wo diese Arbeit auch tatsächlich fruchtet, nämlich dass in der Wählergunst nach den Meinungsumfragen bei den Frauen die FPÖ auf Platz 1 liegt. Das ist die Realität und das wird mit solchen Debatten eben nicht gemacht. Wenn ich die Argumentation der ÖVP sehe, gut, Kollege Gerstl, er sagt, es ist Antrag Nummer 17 und nicht 15, es geht nicht darum, das morgen vorzureihen, sondern heute. Bitte lesen Sie einmal das, was tatsächlich passieren soll. Die Frau Kollegin Durchschlag hat auch ähnlich argumentiert, was wichtig wäre oder was nicht wichtig wäre. Sie selbst von SPÖ, ÖVP und Grünen haben der Änderung der Bundeshymne diese Bedeutung zugemessen und wir wollen die dann nach der von Ihnen zugemessenen Bedeutung auch diskutiert wissen. Aber gehen wir jetzt einmal weiter. Es sind ja bereits verschiedene Texte gefallen. Wird der Herr Bundeskanzler Faymann das nächste Mal beim europäischen Gipfel, wenn er zu Frau Merkel fährt und sagt, bitteschön, wir in Österreich sind viel fortschrittlicher, könnt ihr bei eurer deutschen Hymne dieses brüderlich mit Herz und Hand einmal ändern? Wollt ihr das nicht? Oder schauen wir mal nach Süden, was machen denn die Italiener in ihrer Überschrift Brüder Italiens, wenn es losgeht? Würden wir jetzt mit dem neuen Premierminister in Italien da mal auch ein freundschaftliches Wort finden, bevor wir den Rettungsschirm oder sonst was angehen, reden wir mal über die wichtigen Dinge, die es überhaupt gibt. Nein, wird es alles nicht geben. Mit diesen Debatten machen wir uns in Zeiten wie diesen zu einer Lachnummer in Europa und das nehmen Sie bewusst in Kauf. Wenn Sie sagen, Frau Kollegin Wurm, wenn Sie sagen, das kostet alles nichts, ich möchte nur darauf hinweisen, allein die Kampagne von der Unterrichtsministerin Schmidt hat 900.000 Euro netto gekostet. Und wenn Sie sagen, es kostet nichts, was wird denn der Umdruck eines Schulbuches kosten oder sollen die Kinder etwas anderes lernen, als was im Gesetz beschlossen wird? Nein, es wird tatsächlich etwas kosten. Und ganz besonders, Herr Kluppermann-Strache hat davon gesprochen, verhunzen und verschandeln. Es ist so, es ist diese Änderung sprachlich und mit der Musik zusammenpassend, ich habe es im Verfassungsausschuss viel detaillierter noch erklären können, aber sie ist falsch. Und es ist diese Variante, so wie sie gewählt wurde, ist einer Kulturnation mit Schubert oder Hugo Wolf, aber auch mit einem zugewanderten Brahms, den Meistern der Liedkunst, nicht würdig, aber es ist die Hymne, die SPÖ, ÖVP und Grüne auch tatsächlich offensichtlich verdienen in dem Land, weil sie sich um Themen kümmern, die unser Land keinen Millimeter vorwärts bringen. Und wenn Sie noch glauben, gesagt hat, ja, die Sportlerinnen, wenn sie unter der rot-weiß-roten Flagge stehen müssen und so sehen, nein, wenn unsere Leistungsträgerinnen im Sport ihre Erfolge feiern, dann stehen Männer und Frauen applaudierend auf und das wissen all diese Sportlerinnen. Dazu braucht es keiner geänderten Hymne. Wir sind stolz auf unsere Frauen in jedem Bereich, wo sie die Leistungen machen und wir wollen uns für sie einsetzen, aber nicht mit solchen Placebos, wo die Überschriften drinnen sind, egal ob das Schuldenbremse heißt, wo man dann tatsächlich nicht vorhat, tatsächlich auf die Bremse zu steigen oder bei so etwas. Und wenn uns dann die Grünen dann auch noch erzählen, sie entdecken auf einmal das große Herz für die Staatssymbole und ihre Bedeutung. Es ist ja schon erwähnt worden, nimm dein Flackerl für dein Gackerl. Wo war denn da das grüne Engagement, wenn es um die rot-weiß-rote Fahne gegangen ist? Oder auch ein anderer Punkt. Können Sie sich noch erinnern an die Demonstrationen mit den Schildern? Heimat im Herzen und dann beginnt ein Ausdruck, der mit Schee beginnt und für Exkremente steht. Im Hirn, ja, das ist die grüne, auf einmal das, die grüne Linie, auf einmal das Eintreten und die Bedeutung der Staatssymbole oder des Begriffes Heimat. Nein, ich sage Ihnen, es geht Ihnen um ganz was anderes, um diese furchtbaren Placebo-Effekte, die Sie da erzielen wollen. Ich kann nur eines sagen, diese Debatte muss geführt werden, sodass Österreicherinnen und Österreicher sehen, wo ÖVP, SPÖ und den Grünen wahrhaftig der Schuh drückt. Und es sind nicht die Interessen der Frauen in Österreich, sondern es geht nur darum, dass sie ihre eigenen Parteiblätter mit irgendwelchen Überschriften füllen können. In Wirklichkeit ist es ein Skandal, sich über so etwas Gedanken zu machen. In Wirklichkeit aber, diese Bedeutung, die Sie beigemessen haben, muss aber dann entsprechend auch so diskutiert werden, dass Österreicherinnen und Österreicher das auch entsprechend sehen und beachten können. Und vor allem bei ihrem Wahlverhalten auch entsprechend würdigen.